Okay. Fasernminen. Jetzt bin ich mal gespannt. Das ist ja was ganz anderes hier. Tatsächlich ein komplett neues Gebiet. Okay. Ach so, die Karte wird auch nur so groß gezeigt, wie es nötig ist. Alles klar. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir sind langsam im Endgame. Diese Strahlungsgeräusche, geil. Ich habe eben das Problem, dass die Kinder bei uns in der Haustür keinen haben, der genau auf sie aufpasst. Ich fahre zwar langsam mit dem Auto bei uns rauf, aber trotzdem kann es manchmal schneller gehen, als man gucken kann. Die Kinder nehmen auch nur Rücksicht. Ja, ist auch schön, besonders wenn die Eltern nichts dazu sagen. Spielstraße bestimmt dann auch nicht, ne? Oh Gott. Phasenminen. Da oben sitzt einer im Also das ist wirklich hier komplett neu. Also klar, das Ding, das ist zum Hin- und Herfahren. Brauchen drei Schüsse. Du hattest Kraft jetzt im Betriebskontrollfeld und aktivieren, befinden sich wahrscheinlich in der Nähe. Sekundäre Schaltkasten des Kraftfelds deaktiviert. Ich hab das Gefühl, passiert noch irgendwas. Die haben theoretisch genug Platz und auch Grünfläche, aber die benutzen die Parkplätze zum Spielen. Ja, warum auch nicht? Das Schaltkreis ist gerade als deaktiviert. Ich hatte letztens sowas, wo auch irgendwie, ich weiß gar nicht mehr den Zusammenhang, das war auch so eine Art. Moment. Das war auch so eine Art, Meme oder so. Und, da waren halt auch Kinder, die direkt an so einem Auto gespielt haben und da. Moment. Und dann haben halt auch ganz viele sich darüber beschwert, über die Kinder und sowas. Und da meinten viele dann so nach dem Motto, ja, lass doch die Kinder mal vernünftig spielen und so. Und also solche Sachen die ganze Zeit. Und dann, und man muss ja nicht immer so, so kleinkariert sein. Und dann auch ganz viele, oder ein paar haben dann hingeschrieben, die wurden von allen so kaputt gelacht. Die dann gesagt haben, ja, und wenn das Auto dann kaputt ist und so, und wer soll das dann machen? Und dann so, ja, haha, war nur ein Auto. Und dann so, ja, also ich würde mich auch darüber aufregen. Besonders, wenn überall Möglichkeiten sind, wo Kinder spielen, müssen die doch nicht direkt dort spielen, wo ein Auto steht. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gesehen habe, aber das denke ich mal auch so. Also ich bin überhaupt kein Autofahrer und so, aber man muss, kann doch trotzdem auf andere Sachen aufpassen. Das hat auch nichts damit zu tun, dass man Kinder nicht irgendwie spielen lassen will. Das hat damit zu tun, dass Kinder auf die Sachen aufpassen sollen. Okay, ja, lass Kinder Kinder sein. Ja, wir sind denn Kinder? Wenn ich das mal so sagen darf. So, kann ich da irgendwie rein? Bestimmt. Ich mach das nur gerade so ein bisschen Sorge, weil hier sind irgendwie überall Flächen, wo man theoretisch hin kann. Hier ist ein Safe Point. Hallo. Ah. Zusatzschweißstation genehmigt. Danke. Wieso muss ich denn. Wieso? Wieso muss ich das denn erst genehmigen lassen? Mhm.
Bin mal gespannt, ob hier immer wieder die Piraten neu spawnen. Wäre jetzt nicht so geil. Hey Ezio, hi! Du bist durch? Geil! Deswegen hast du mir gerade eine Sprachnachricht geschickt. Ah! So kriege ich denn jetzt das A wieder nicht angezeigt? Aus der Reichweite. Oh! Hallo? Okay, also irgendwie muss man da reinkommen. Die Frage ist jetzt nur, wie. Ah, komm, fertig. Steuersystem des Kanzlers scheint intakt, es fehlt jedoch die Stromversorgung. Die Energieleitung zu aktivieren, Strom. Okay. Stromversorgung wieder mal. Alles klar. Aua. Ich wüsste erstmal gern, wie man da hochkommt. Ja, das kann auch erstmal. Oh. Was bist du denn? Okay. Vielleicht komme ich da noch nicht hin. Vielleicht gibt es später dann nochmal so ein Ding, wo man mit höher springen kann oder so. Kann natürlich auch sein. Ich weiß es ja auch nicht. Ich spiele auch zum ersten Mal. Aber ich glaube, es wird nicht das letzte Mal sein. Dann kann ich euch schon mal sagen. Also ich finde das Spiel sowas von krass geil gemacht. Ah, ich glaube, ich gehe mal tatsächlich. Bestimmt sehe ich das einfach nur nicht, wenn man da hochkommt. Dann kann man hier irgendwie einfach hoch. Nö. Egal, wir laufen erstmal da vorne weiter. Wir haben ja eh einen Speicherpunkt gehabt. Okay, schon sagen. Jetzt kein Bock gehabt. Tatsache, das sind neue Dinger. Optimierte Abwehranlage schützt mit elektronischer Abschirmung und da sich die leichte Panzerung des gängigen Abwehranlage in der Praxis der unzufriedenstellenden erwies, haben die Weltraumpiraten ein verbessertes Modell mit elektronischer Abschirmungstechnik entwickelt. Diese Abschirmtechnik bewirkt eine gestiegene Widerstandsfähigkeit gegen Beamschuss und die optimierte Abwehranlage zu einer effektiven Waffe bei der Ab. Okay, es ist aber im Prinzip genau. Nur, dass man jetzt drei Missile-Schüsse braucht. Und ich das jetzt mal so deute. Warum das eine Ding da schon ausgelesen ist. Okay, deswegen, weil jetzt kann man die ausschalten dadurch. Ja. Fehlt irgendwie, dass man so ein bisschen mehr die Umgebung sich an, also nicht angucken kann. Gesehen, dass der Unsichtbarkeit. Also ich habe nichts gesehen wegen Unsichtbarkeit. Nächster. Noch einer. Alles klar. Das Gebiet muss noch Moment, wie groß ist denn das Gebiet? Achso. Ein bisschen größer als ich dachte. Leider nichts. Vielleicht meinen die mit sicher noch irgendwas anderes. Ich brauche doch nicht von der Couch ausstehen. Aber das passiert. Das kann passieren. Oh, da brauchen wir die Feuertür. Okay, dann kriegen wir das vor als nächstes. Kraftfeld aktiv, Zutritt nicht genehmigt. Okay. Ich wollte mich ja auch nicht hier so blöd eindringen, Spiel. Entschuldigung.
Ja, mit den unsichtbaren Gegnern ist schon ein bisschen nervig. Besonders, weil wir jetzt in so einem Bereich sind, das... Oh, schwierig. Hallo. Wavebeam-Pirat. Weltraumpirat mit Wavebeam-Ausrüstung. Dem Weltraumpirat ist gelungen, eine Waffentechnik der Schoß-Entwicklung nachzubauen. Diese Technik gehört der Wavebeam. Aufgrund von Kompetitionsmangel ist der Wavebeam-Pirat sehr empfindlich gegenüber seinem eigenen Waffensystem. Seine Bewaffnung ist im Vergleich zu dem Original aus der Schoso-Entwicklung als minderwertig einzustufen. Dennoch ist die Kraft dieser Waffe nicht zu unterschätzen. Nee, warte mal, das ist doch der Wavebeam. Nee. Okay. Schön, dass sie die passende Farbe haben. Na gut, also die machen schon ein bisschen Schaden. Oh, danke. Das Spiel hat entriegelt. Na gut. Nett. Sehr schön. Sehr spaßig. Sicherheitssperre aktiv, Bionete Muster eines Weltraumpiraten erforderlich Zutritt verweigert. Aha. Brauche biometrisches Muster eines Weltraumpiraten. Zahlreiche Haarreste innerhalb des Zuggitters aus Bendentium vorhanden. Aber das ist wieder mal nicht das, was ich brauche, ne? Nee, ich verwechsel die immer. Alles klar. Und warum habe ich die nicht vorher sehen können? Und wieso droppen die fast nie? Weil ich habe echt nicht mal viel Energie. Ja, ich weiß, ich spiele auch scheiße. Okay. Aber ich glaube, hier ist wieder viel zu lesen. Ist das ein Wasserball? Du hast gesagt, dass du nicht gut spielst. Ich sag das. Sonst würde ich ein weniger Schaden nehmen. Das ist Fakt. Nachfolgend eine Auflistung der empfohlenen Kampfausrüstung für Elite-Piraten. Schulter montierte Plasma-Artillerie-Kanone reflektieren Schutzschild, wellenbebende Generator, Energieabsorbersystem und einziehbare Handgelenksbajonette. Okay, das ist rot.
Das kann Wasser Brain, das ist aber irgendwas anderes. So, jetzt darf ich mir das angucken. Identifikationscode EPG8642 Reihe 23, Testbezeichnung Elite Pirat Alpha. Außenhülle des Behältnisses mit einer Legierung aus Bendezium übersehen. Das heißt, ich kann die später kaputt machen. Plattformsystem aktiviert. Bleibt das auch so? Oh. Eintrag 11.001.9. Erste experimentellen Embryos von Weltraumpiraten, die im Rahmen der Helix-Projekts erfolgten, fielen katastrophal aus. Die Faserninfusion brachte den degenerierte Hirngewebe hervor. Gleichzeitig vergrößerte sich allerdings auch die Muskelmasse. Keiner der Elite-Piraten, wie wir bezeichnen, erreichte die Geschlechtsreife. Die wenigen, die ihre Kindheit überstanden, erlitten als Jugendliche starke Schockanfälle und töteten jedes Lebewesen in ihrem Wahrnehmungsbereich. Doch vor kurzem gelang dem Forschungsteam Sclera ein entscheidender Durchbruch in ihrem Parasitenstudie. Erhielten sie hervorragende Ergebnisse mit einer Fasernsorte, die den Codenamen Vertigo trägt. Vertigo? Irgendwann kenne ich das. Hatten wir es schon mal? Daraufhin gelang es uns, die Kombination von Vertigo-Phase mit der DNS von Weltraumpiraten mit ausgezeichneten Resultaten die jüngsten Gruppe von Elite-Piraten als jugendliche Studium erfolgreich abgeschlossen und steht für Einsatztests und zur Ausbildung bereit. Vertigo. Ich weiß nicht, ob das in einem anderen Teil vorkommt oder ob wir das hier schon öfters gelesen haben, aber ich bin ja sowieso oft verpeilt bei sowas. Besonders, wir haben ja so viele Sachen schon gelesen, ne? Strukturstabilität bei 44% zusätzliche Einwirkung des Pulsbeam könnte Einsturz verursachen. Pulsbeam? Was ist denn jetzt der Pulsbeam? Strukturstabilität bei 31%. 8%. Ich mag bitte wissen. Oh. Dann sind sie nicht böse, aber so ein bisschen Aufrüstung wäre schon schön. Okay. Krieg ich die irgendwie kaputt? Ja, gut. Hat's auch eine Menge gebracht. Strukturstabilität bei Einwirkung Puls. Ich weiß nicht mehr, was der. Aber das war doch. Warte mal. Na gut. Wir haben echt nicht mehr viel Leben. Das macht mir gerade schon so ein bisschen Sorge. An alle Stationen Sicherheitsalarm. Lebensform Samus Aran ist auf Talon 4 gelandet. Der Jäger ist unter uns. Alle Einheiten werden hiermit angewiesen, bei Sichtung von Aran unverzüglich anzugreifen. Erlaubnis zur Ausschaltung mit sofortiger Wirkung erteilt. Jede Sichtung von Aran ist umgehend von Sicherheitskommando mitzuteilen. Oh, dann haben die das kurz aufgeschrieben. Plattformsystem aktiviert. Wir haben jetzt nur Angst, wenn da nochmal solche Viecher sind. Die können. Ich
Der ist neu. Powerbeam-Pirat. Weltraumpirat Powerbeam ausrüsten. Weltraumpirat ist gelungen, eine Waffentechnik der Schoßentwicklung nachzubauen. Dieser Technik gehört der Powerbeam. Aufgrund von Konzeptmängeln ist der Powerbeam-Pirat sehr empfindlich gegenüber seinem eigenen Waffensystem. Seine Waffe ist im Vergleich zu dem Original der Schoßentwicklung als minderwertig einzuführen und ist die Kraft der Waffe nicht unterzuschätzen. Okay. Und der droppt auch nichts. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, das ist ein Gyro-Generator. Soll diese einwirken? Der Pulsbeam könnte Einsturz verursachen. Auch wieder Stabilität. An alle einen umgehenden Kampfeinstellung beziehen Gehorsamverweigerung bei dieser Order erfüllt den Tatbestand des Verrats. Verrat wird mit Hinrichtung geahndet. Pulsbeam für den industriellen Einsatz in dieser Ausführung in Betrieben Minen vorgesehen. Oh. Das meine ich mit Pulsbeam, alles klar. Was machst du? Industrieller Pulsbeam einsatzbereit, automatische Auslösung aktiviert. Jetzt jedes Mal dann hier hin. Okay. Ja, ich würde trotzdem gerne mal einmal rumgucken, ob da nicht irgendwo was versteckt ist. Schon nervig gemacht. Ich wollte jetzt nicht unbedingt jedes Ding einzeln machen. Ich weiß gar nicht, ob das so richtig ist. Der Name sagt mir aber auch irgendwas. Ja, ich müsste da mal online gucken, aber... Ich glaube, ich mache auch irgendwas falsch hier, aber ist mir jetzt egal. Aha. Okay, hat sich doch gelohnt. Auch wenn das nur ein Missile-Ding ist, also ich hätte lieber ein anderes Teil gehabt, aber hey. Das Gefühl, dass man irgendwie dahinter kam. Und dass der gesehen hat, wo das Ding ist, aber okay. Alles klar. Das hätte mega cool gefunden, wenn der Gegner gewesen wäre, man hätte die Diamant ausschalten können. Aber naja. Oh, wow, wow, wow. Ja, ich würde ja auch gerne zurück zum Speicherpunkt, aber das Problem ist, ich weiß nicht, wie stark die Gegner dann respawned werden.
will jetzt nichts sagen, aber ich habe keine Energie mehr. Ja, und wir sind tot. Ach. Ja, das Problem ist, jetzt müssen wir alles noch von vorne machen, weil irgendwo ein Ladeding ist. Nee, würde ich sagen, sind wir fertig. Boah, Alter, das ist jetzt ein richtig langer Weg. Ich hätte jetzt keinen Nerv für.